Sachen Fuchsjagd haben wir heute einen Spezialisten im Studio. Ich darf Elmar Eickhoff herzlich begrüßen. Er ist Revierjagdmeister im Rheintal und er versteht etwas von der Fuchsjagd. Wenn jemand so eine Decke erbeuten möchte, was muss er denn tun, wenn er das auf dem Ansitz schaffen will? Ja, da muss er der Kälte trotzen, er muss ständig draußen sein, er muss die vielen Methoden, die es bei der Fuchsjagd gibt, auch nutzen. Kennen tut man ja viele Sachen, aber man muss sie eben auch machen, man muss die nötige Passion haben, um im Winter durchzusitzen. Eine Möglichkeit, jetzt um diese Jahreszeit, ausklingende Ranz, die Rüden suchen noch nach Fähen. Man geht morgens früh vor Helligkeit, setzt man sich an einen Mutterbau, den man bestätigt hat, an, auf eine Leiter, die man natürlich lange stehen hat, die also, wo die der Fuchs kennt, und wartet des Morgens auf das Einwechseln des Fuchses. Der Rüde sucht verschiedene Bauten ab, ob noch Fähen da sind. Und da kann man dann den Erfolg suchen und eben mit Schrot im idealen Fall balgschonend einen Schuss anbringen. Das ist also das Abrevieren der Baue. Aber was ist zu dieser Zeit mit dem Luderplatz? Besucht der Fuchs den nicht so häufig während der Ranz? Ja, der Rüde hat natürlich auch andere Sachen im Kopf, aber ein Luderplatz ist natürlich im Februar, ist die nahrungsarme Zeit, sehr gut. Man soll schon möglichst früh anfangen, den Luderplatz zu beschicken. Jeder Rehaufbruch, der im Sommer anfällt, der wird auf einen Platz, den man sich ausgeguckt hat, den man aus Erfahrung kennt, wird das Luder eingegraben, tief eingegraben, sodass die Fliegen nicht herankommen. Das kann man im Sommer, wie gesagt, schon anfangen. Es wird nichts im Revier einfach, sage ich mal, weggeworfen. Überfahrene Tiere werden genutzt, Aufbrüche werden genutzt. Und dann, wenn das Licht stimmt, wenn also Schnee liegt, wenn Mond ist, wird sich angesessen. Wie weit entfernt wird der Luderplatz von der Ansitzmöglichkeit angelegt? Schrotschussentfernung? Ja, wichtig ist zum Beispiel, dass da der Fuchs gerade im Winter sehr hellhörig ist, dass man möglichst einen Bachlauf zwischen dem Hochsitz und dem Luderplatz hat, um Geräusche fernzuhalten. Entfernung sollte Schrotschussentfernung idealerweise sein, das heißt also maximal 30 Meter. Und dann heißt es halt eben durchhalten. Macht es Sinn, mehrere Luderplätze anzulegen im Revier oder sollte man sich auf einen Platz konzentrieren, um die Füchse nicht zu stark auseinanderzuziehen, sage ich mal? Ja, man sollte rechnen pro 250 bis 300 Hektar einen Luderplatz. Nicht zu viele auf kleiner Fläche, dann ist die Chance, dass man Erfolg hat, geringer. Aber einen Luderplatz auf 300 Hektar Fläche und den dann wirklich auch ständig mit wenig Futter beschicken. Eine andere Möglichkeit, falls mal kein Luder anfällt, ist auch kleine Hundefutterbrocken, wenig Frohlich, ein bisschen auszuwerfen. Gar nicht viel, es muss halt nur ständig was da sein. Nun hab ich mal in alter ostpreußischer Literatur gelesen, wenn dann zu dieser Randzeit eine Fee erbeutet wurde, die Blase bergen und dann diesen Blaseninhalt ein wenig verdünnen und dann damit entsprechende Schleppen legen zu den Ansitzplätzen. Haben Sie das schon praktiziert? Ich habe das noch nicht praktiziert, aber was ich praktiziere, ich nehme diese Blase von einer Fähe und ködere meine Lebendfangfallen damit an. Und das hat sich bewährt. Also weil das Urin sich relativ lange hält, wird es dann auch vom Rüden aufgesucht, diese Rohrfalle. Und dann habe ich auch damit Erfolg gehabt. Ja. Da sind Sie kurz bei der Fangjagd. Wir wollten das Gebiet nur heute streifen. Sie nehmen praktisch die Röhrenfalle, bevorzugen Sie? Ja, ich habe die Betonrohrfalle in meinem Revier. Die hat einen Fangraum, der ist 2 Meter lang. Ist im Endeffekt auch eine Kombination zwischen Luderplatz, also die Rohrfalle wird beködert, und einer Kastenfalle und einem Kunstbau. Die Betonrohre sind ja dem Fuchs bekannt. Überall im Revier sind Durchlässe. Der Fuchs hat keine Angst vor den Betonrohren und sucht sie auch ständig auf. Und man kann hervorragend Erfolg haben. Sie ist tierschutzgerecht. Sie dunkelt den Fangraum komplett ab. Das Tier wird nicht verletzt und kann dann eben mit einer Fangkiste entnommen werden und tierschutzgerecht getötet werden. Ist also eine ganz tierschutzgerechte, aktuelle, moderne Falle. Macht es Sinn, jetzt in der Ranzzeit die Reizjagd auszuüben mit der Hasenklage, mit der Hasenquäke? Ja, das ist eine, ich bezeichne es bald als die Krone der Fuchsjagd, die Reizjagd auf den Fuchs. Gerade in Revieren, wo wenig Füchse vorkommen, ist es sehr schwer, da Erfolg zu haben. Zur Reizjagd sollte man eben auch die Tage nutzen, mondhell mit Schnee möglichst. Und man kann auch relativ spät erst rausgehen. Man braucht also noch nicht so früh rausgehen, weil der Fuchs ja ins freie Feld relativ spät erst auswechselt. Man kann auch mehrere Plätze aufsuchen in einer Nacht. Möglichst dann mit einem Schneehemd bekleidet, geht man also an einen Platz, wo man gedeckt im Schatten steht, also nicht in den dem Mond sozusagen dann im Rücken. Und
macht dann eben nicht zu viel Musik mit der Hasenklage. Die Hasenklage ist ja ungefähr 500 Meter weit hörbar. Einmal klagen reicht aus, nämlich das geht relativ schnell, wenn der Fuchs einen abwürgt, einen Hasen abwürgt. Wenn der Fuchs schon näher heran ist, darf man die Hasenklage nicht mehr benutzen, weil eben die Täuschung erkannt werden kann. Dann kann man auf das Mäuseln umsteigen, also dass man das Mäusepfeifen nachmacht. Und das hat der Fuchs, nimmt das weniger krumm und kann die Imitation nicht so leicht entdecken. Aber wenn es natürlich gelingt, einen Fuchs heranzureizen, ist das eine hervorragende Arbeit und zeigt, dass der Jäger sein Handwerk beherrscht. Aber gehen wir mal von der Kür zur Pflicht. Das ist ja nach wie vor der Ansitz, der auch Sitzspielen erfordert und Durchstehvermögen in kalten Winternächten. Wie soll sich ein Jäger dort oben verhalten? Nun hat er meinetwegen einen Fuchs erlegt. Lohnt es sich dann nochmal weiter zu sitzen, auf den zweiten zu warten? Man liest ja oft diese Geschichten, drei Füchse in einer Nacht. Was würden Sie empfehlen? Also ich habe es selbst schon erlebt, dass die Füchse einen Schuss zum Beispiel überhaupt nicht krumm nehmen, dass also eine Viertelstunde später der nächste Fuchs kommt. Ein Schuss ist ja nicht das Problem, sondern das, was nach dem Schuss der Jäger macht, ist das entscheidende Problem. Wie er sich verhält, das kann den Platz verleiden. Aber das Durchsitzen lohnt sich in der Regel sehr. Gerade an einem gut beschickten Luderplatz kann man Füchse oder auch Marder, die noch anwechseln, erlegen. Also in Revieren, wo das Raubwild auch zahlreich vorhanden ist, lohnt es sich auf jeden Fall auch weiter durchzusitzen. So, und was haben Sie besondere Tricks, wie der Jäger diese Nächte durchhalten kann? Haben Sie da Ratschläge außer der warmen Kleidung? Was empfiehlt sich? Was hat sich bewährt? Also ich habe das selbst in meiner Lehrzeit ausprobiert. Ich habe meine Kanzel, die ich da vorgesehen habe, die habe ich mit Heuballen, also nicht mit Stroh, sondern mit Heuballen, weil die nicht rascheln, ausgekleidet, um dann einige warm erhitzte Steine unter die Füße gestellt, also ohne Kanzelheizung und solche Sachen. Des Weiteren sollte man sich keine alkoholischen Getränke mitnehmen, ganz klar, aber warmer Tee, warmer Kaffee ist da sehr zu empfehlen. Ja, und ansonsten heißt es dann eben durchhalten. Da darf ich vielleicht ein persönliches Erlebnis einflechten mit warmem Tee auf dem Fuchsansitz. Ich bin mit den Langlaufschirmen zur Kanzel gefahren, setze mich rauf in den Ansitzsack und denke mir so, jetzt trinkst du doch einen Schluck heißen Tee und dann ist Ruhe für 2 Stunden. Und während ich mir den heißen Tee eingoss, stand der Fuchs unten und hat an der Bindung meiner Langlaufschier geschnuppert. Am liebsten hätte ich ihm den Tee aufgegossen. Es war natürlich nichts mehr zu machen. So viel zu Tee und Fuchs. Ja, das ist natürlich besonders keck. Das zeigt, was man alles auf der Fuchsjagd erleben kann. Es gibt nichts, was es da nicht gibt. Haben Sie da besondere Erlebnisse? Bei der Fuchsjagd habe ich immer Erlebnisse. Es gibt ja auch keine Tierart, auf die es so viele verschiedene Jagdmöglichkeiten gibt wie auf den Fuchs. Ein besonderes Erlebnis habe ich meistens mit meinen Erdhunden. Da können Was führen Sie da? Ich habe Jack Russell Terrier 4, mit denen ich die Baujagd ausübe. Und da kommt es zu den tollsten Sachen. Junge Hunde, meine jüngste Hündin hat mit 8 Monaten aus einem Strohhaufen Ende Februar mit 8 Monaten eine Fähe herausgebracht, die kurz vom Wölfen war. Das ist eine hervorragende Leistung. Das erfreut mich, weil man eben mit dem Hund jagt. Und wenn ein junger Hund so einen Erfolg hat, so früh einen Erfolg hat, prägt ihn das für das ganze Leben. Absolut, ja. Und man soll halt möglichst früh anfangen, die Hunde auf den Fuchs einzuarbeiten. Es ist ganz erfrischend, dass man das mal von Jack Russell Terriern hört. Sonst in der Regel im Vergleich zu den anderen Erdhunden, die wir benutzen, haben die Jack Russell meistens so, sind sie mehr in Pferdestellen angebracht, weil sie dort überleben als unter der Erde. Und Sie haben positive Erfahrungen mit den Hunden gemacht. Es gibt 2 verschiedene Linien bei den Jack Russell Terriern. Das ist einmal der Reiterhund, der typische, und der zweite ist der jachtliche Zweig. Der Jack Russell Terrier ist ja ein ganz alter Jagdhundeschlacht, der im 19. Jahrhundert gezüchtet worden ist in England. Ist also immer zur Fuchsjagd da gewesen und hatte die Aufgabe, den Fuchs eben aus dem Bau zu bringen, damit die Engländer eben mit ihren Pferden die Fuchsjagd weiter ausüben konnten. Es war also nie das Ziel, den Fuchs im Bau zu töten. Abzuwürgen. Und das prädestiniert ihn gerade die Rasse zum Fuchssprengen, weil die Verletzungen bei den Hunden relativ selten sind. Sie bringen den Fuchs raus, aber sie sind nicht so scharf, dass sie sich verletzen. Also dass der Fuchs den Kampf sucht mit ihnen. Vielleicht noch ein paar Sätze zum Fuchsbandwurm. Haben Sie Angst davor? Der Fuchsbandwurm ist weit verbreitet. 50% der Füchse, der untersuchten Füchse, haben den Fuchsbandwurm. Ist auch ein Produkt des hohen Fuchsbesatzes. Wie schützen Sie sich als ausgesprochener Fuchsjäger?
Ich schütze mich, eine Infektion. Ich schütze mich, indem ich den Fuchs nur mit Handschuhen anfasse und wenn ich abbarge, den Gesichtsschutz verwende. Ansonsten gehe ich mindestens einmal im Jahr zur Blutuntersuchung und lasse mich untersuchen. Falls festgestellt werden würde, ich hätte mich infiziert, kann dann problemlos mit Medikamenten was gemacht werden. Also ich habe eigentlich keine Angst vor Fuchsbehandlung, absolut nicht. Sind Sie tollwut geimpft? Ja, bin ich. Aber die Hunde natürlich auch. Ja, sicherlich, das ist selbstverständlich. Wie viele Füchse erlegen Sie pro Saison? Mein Revier ist ein relativ, sage ich mal, fuchsarmes Revier. Ich habe also zwischen 38 und 23 Füchsen, die ich pro Jahr erlege. Seit 5 Jahren bin ich in dem Revier. Fuchsarm. Es gibt natürlich Reviere, die diese Strecke auf 200 bis 300 Hektar erzielen. Ich komme aus einer Niederwildgegend, in der die Fuchsjagd schon eine gewisse Rolle spielt und wo die Fuchsdichte so gering ist, dass man also eine höhere Strecke nicht erzielen kann. Es kommt ja nicht darauf an, wie viele Füchse man erlegt im Jahr, sondern wie viele übrig bleiben. Richtig. Und dann eben dem Niederwild oder auch den anderen bedrohten Bodenbrütern zum Beispiel dann eben zu Problemen verhelfen. Was ist Ihre Hauptjachtmethode auf den Fuchs? Womit erzielen Sie die größten Stärken? Bodenjagd, Fangjagd oder Ansitz? Die größten, die effizienteste Methode der Fuchsbejagung ist die Jagd am Bau auf die Jungfüchse, wo man innerhalb kürzester Zeit die höchste Strecke machen kann. Also in den Gebieten, wo wirklich die Reduktion des Fuchses erfolgen sollte, aus Gründen Artenschutz, aus Gründen Seuchenverhütung, aus Gründen Niederwildhege, ist die Jungfuchsbejagung nicht wegzudenken, die Sommerfuchsbejagung. Und da kann man wirklich innerhalb weniger Stunden entweder mit Abschuss oder mit der Jungfuchsfalle, mit der Lebendfalle eben sehr große Strecken erzielen. Herr Eickhoff, vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Wir dürfen Ihnen für den Rest der Randzeit jetzt noch ein kräftiges Waldmannsheil auf den Fuchs wünschen und vielleicht dürfen wir Sie wieder einmal in unserem Studio begrüßen.